Ja, liebe Leute, es würde mich nicht wundern, wenn ich auch irgendwann so grün anlaufe wie Sparks hier gerade, wenn wir das immer noch nicht schaffen in den nächsten Minuten. Und damit herzlich willkommen zurück zu Spyro 2 Gateway to Glimmer. Und natürlich bin ich nach wie vor nicht alleine, sondern ich habe eine Holdemite, einen Holdemidus, weiß ich nicht, so. Einen ganz lieben Kerl habe ich da. Es ist sehr, sehr in der Leitung hängen. Ja. Wir haben einen neuen Anrufer in der Leitung hängen. Wie heißen Sie? Ich bin der Alex Flattermann 85 und zu Gast bei ja, Dave Byrne. Die Karten sagen, dass Sie heute exorbitant grenzdebil viel zu sehen bekommen werden. Das hört sich gut an, da freue ich mich doch. Ja, der Hot Buzzer hat wieder zugeschlagen. Der Hot Button. Der Hot. Hot Button. Hot Button ist der, das, der Hot genau. Buzzer ist auch nicht schlecht, den kenne ich bloß noch nicht. Hot Buzzer. Ja, wie kommen wir auf Hot Buzzer? Der Hot Buzzer. Ja, Hot Buzzer. Buzzer. So. Buzzer, Buzzer. Auf jeden Fall. Ich muss mich mal eben ein bisschen konzentrieren. Moment. Ja, das, scheiße. Das ist nicht so einfach. Nee. Gerade für mich. Ich kriege das ja so selten gebacken hier. Auf jeden Fall. Ja, wir waren hier stehen geblieben. Immer noch beim Super-Rennen-Powerpunkt. Oder wie das Ding auch in Fachquadraten heißt. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich werde hier versuchen, hier durchzurennen. Das Problem ist, auf meiner Laufstrecke sind natürlich auch so ein paar Ecken und Kanten, auch so ein paar Stufen im Boden. Da muss ich dann immer rechtzeitig drüber springen. Ja, da wolltest du ja auch nicht zu einfach machen, ne? Nein. Zu einfach wäre ja zu einfach. Richtig. Vollkommen richtig. Ja. Hast es? Nein, doch. Ah. Mist. Nein. Au. Oh, Louis de Finesse, ja. Was? Louis de Finesse. Was ist das denn nochmal? Ja, der war doch. Nein, ja, oh, nein, oh, doch. Dieser eine französische Schauspieler, der schon lange tot ist. Ist egal. Ach so. Muss man nicht kennen. Ah, gut, ja, ist gut zu wissen. Ja, ja. Wo hat der denn mitgespielt? Ach, du meine Güte, kennst du hier der Gendarme von Saint-Tropez? So vom Namen her. Ja, sowas hat er gespielt. Das sind alles so bekloppte französische Filme. Ach so. Ja, ja. Die kennst du bestimmt, wenn du den siehst. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Was hast du denn vom Genre her so? Ja, das sollten Komödien werden. Es sollten Komödien werden, ja, klingt schon geil. Ja, es ist schon ein bisschen sehr stumpf, aber man kann darüber lachen, ja. Ja, ist halt ein bisschen älter. Ist nicht mehr dein Jahrgang, ist auch nicht mehr mein Jahrgang. Ja, also trotzdem, das ja, ist schon ein bisschen älter, aber ich habe die früher als Kind mal hin und wieder gesehen, wenn meine Eltern das geguckt haben. Und ja. Es ist nicht mehr dein Jahrgang. Ja. Klingt auch schön, doch. Das macht mich wieder sehr jung, ich weiß, ja. Ja, total. Ja. Mein Geburtstag liegt noch vor mir. Ich weiß. Das weiß er. Ja. Das weiß er. Ich könnte das sogar verraten, aber das mache ich jetzt mal nicht. Och. Also, ich sag mal so, ich freue mich zusammen mit Günther Jauch. Ist das so? Ja. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ach, stimmt. Jetzt weiß ich, mit wem du noch zusammen Geburtstag hast. Jetzt fällt mir das wieder ein. Hä? Was? Lass nix. Alles gut. Ja, doch, komm hier, erzähl, was los ist. Ja, es ist eine Schauspielerin, die auch an dem gleichen Tag wie du Geburtstag hat. Eine Schauspielerin? Eine Schauspielerin. Ach, Michelle Rodriguez. Oh, Mensch, guck mal, da kennt sich aus, der Mann. Das fiel mir aber jetzt erst wieder ein, als du Günther Jauch erwähnt hast, weil ich wusste in dem Zusammenhang noch, stimmt, das war doch so, ja, ja. Mhm. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Nee, bis dahin habe ich es auch nicht mehr gewusst. Ach ja. So, ich muss mal eben mal wieder ein paar Gegner plätten, weil ich ja gerade... Mach das. ...gestorben bin. Kein Problem, so wie jetzt. Ich bin schon... Oh, ey, was... Aber das sieht schon sehr geil aus, finde ich, wenn der so verbrennt da in der Lava. Ohne jetzt dich da ärgern zu wollen. Ja. Das sieht schon cool aus. Ja, es hat schon was, das stimmt. Mhm. Wo du gerade erwähnt hast, in der letzten Folge, dass du ja an einem Best-of arbeitest. Ich arbeite gerade auch ein Best-of hin, kann ich ja schon mal erwähnen. Aber das wird noch eine Zeit dauern, weil das Let's Play dazu noch im Gange ist. Das ist ja mysteriotöstisch. Ja, aber richtig. Ja, ja. Mindestens. Das habe ich schon angekündigt, dieses Best-of, als das Let's Play angefangen hat. Aha.
Aha. Ach so. Aha. 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 Aber ich will ja nicht zu viel verraten. Nein, wollen wir nicht? Nein. Das wäre ja gespoilert dann. Richtig, das wollen wir nicht. Nein, nein. Und das wäre ja nicht so, weiß ich nicht. Richtig. Ne? Mindestens. Eben. Wenn nicht noch mehr. Rügenwalder. Manchmal aber ein bisschen weniger. Genau. Ja, das Herzhafte. Mhm. Manchmal auch das Deftige, aber es ist halt immer so eine Frage des Geschmacks, ne? Auf jeden Fall. Ja, und es kommt halt auch auf die Malung an, also ob das dick und fett oder so fein gemahlen ist oder es ist halt eine Wissenschaft für sich. Natürlich, genau wie Alpizin. Das ist genau das gleiche Thema. Kannst du aber nicht essen oder trinken. Kann man wahrscheinlich schon, ich weiß bloß nicht, ob es so bekömmlich ist. Ja, wahrscheinlich werden so Superhelden geboren. Doping für die Haare. Dass die irgendwie auf, also irgendwie aus Versehen, jetzt bin ich gegen den Kerl gekommen. Dass die aus Versehen irgendwie Alpizin getrunken haben und dann werden sie irgendwie zu Hulk oder so, ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis. Ja. Oder zu Dr. Kling, so. Obwohl Dr. Kling, ich finde, wenn man so irgendwas mit Doktor hat, so bei Superhelden, dann klingt das immer so nach so einem Bösewicht, so Doktor. Das stimmt, ja. Aber als Bösewicht würde ich Dr. Kling nur auch nicht sehen. Gegen den Haarausfall. Mhm. Was ist schon Superman gegen Haarausfall? Natürlich. Oh Gott, was sind das wieder mit dem hier? Müssen wir überlegen, was seine Superattacke ist. Superattacke? Hat er auch eine Weiterentwicklung? Ja, der digitiert zu, weiß ich nicht. Ja. Ne? Ja, genau. Weiß ich nicht, also... Man weiß es nicht. Nee, man munkelt hart. Aber so weit von dir. Ja. So, jetzt muss ich mal eben wieder... liebe Leute, es tut mir leid, dass wir gerade nicht so ganz so einen Fortschritt haben. Ja, ich merke das schon. Irgendwie rennst du da viel im Kreis, ja. Ja, ich muss die Gegner wieder töten, damit ich wieder genug Seelen bekomme für den Superflug-Powerpunkt. Den muss ich ja wieder reaktivieren. Superflug-Powerpunkt, ja. Super-Renn-Powerpunkt. Super-Renn-Powerpunkt. Super, ein super Rennpowerpunkt. Der SRPP. AD. Ja. Mhm. Wie eins. So, habe ich jetzt nicht mal genug Mensch? Ne, einen noch. Ha! Das passt jetzt zwar überhaupt nicht ins Thema, aber du hast doch bestimmt letztens auch wieder Schlag den Raab geguckt, ne? Ja. Ja. Ich fand dieses eine Spiel da richtig genial. Das hatte ich vorher nie gesehen. Jetzt überlege ich gerade, wie das hieß. Das war irgendeine Art... Ach, das eine Spiel. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, das hieß irgendwas mit Schach. Wie hieß denn das? Das war dieses Brett, was er da aufgebaut hat mit diesen verschiedenen kleinen Fächern, wo die Kugeln drin waren. Und wo sie von unten mit so einem kleinen Hämmerchen gegengeschlagen haben. Ach, das, ja. Ich weiß, was du meinst. Das fand ich richtig klasse, das Spiel. Das war richtig gut. Das hat irgendeinen Namen, irgendwas mit Schach hatte das im Namen. Das fand ich so genial. Das würde ich mir gerne selbst mal holen, das Spiel. Wenn es das irgendwo gibt. Schach. Das fand ich richtig cool. Schach, ja. Ja, das hatte irgendwas mit Schach im Namen, aber jetzt fällt mir das nicht mehr ein. Wenn ihr da draußen das wisst, postet das mal bitte, dann kann ich das mal wieder suchen, das Spiel. Schach. Also es ist auch sowas, das gibt's auch nicht auf YouTube irgendwie so komplette Sendungen davon, ne, irgendwie. Ich glaube nicht, nee, wüsste ich nicht. Nee. So. Jetzt gehe ich nochmal eben wieder zurück und hole mir nochmal Sparks ganz frisch gebacken und gemahlen aus dem Ofen. Und dann bitte so. Nicht irgendwo in die Lava springen. Nee, hatte ich eigentlich auch nicht. Nee. Habe ich nicht vor. Ich muss jetzt erstmal wieder hier rennen und hier ein bisschen den Weg frei räumen. Das ist eine gute Idee. War nicht? Ja. Ja. Geh. Geh. Ja, das hast du viel zu selten in letzter Zeit gebracht. Das vermisse ich immer. Oh. Das ist wieder das Frontschweinegrunzen. Ja. Ja, wenn man das falsch macht, dann klingt das irgendwie ganz, ganz pervers. Ja, ja, aber das soll ja eigentlich mehr so tröstend klingen. Das machen sie ja immer mit... Sag mal, nachdem du ja einen super Let's Play von Frontschweine gemacht hast und ich auch ein Best-of davon gemacht habe, weil ich das Let's Play einfach so geil fand oder immer noch finde. Ja, ja. Wie ist denn das eigentlich mit einem Replay? Ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt schon ein Replay zu Frontschweine machen?
meine, Lust hätte ich da wohl zu. Klar, könnte man mal gerne machen. Aber ich weiß ja nicht, ob das jetzt momentan schon so verlangt ist. Ich kann ja mal hier über die Runde fragen. Wenn da einer Lust hat auf ein letztes Replay zu Frontschweine, kann er ja gerne mal seine Meinung äußern oder reinschreiben in die Kommentare. Mach ich. Ich schreibe sogar meine eigenen Kommentare rein. Das ist. Ja, gut, das mache ich. Ich werde die Videos bei mir ja auch verlinken, nehme ich mal an. Von daher können die Kommentare auch bei mir dann kommen. Was weiß ich. Ja. Sag mal, hattest du, fällt mir gerade ein, ich war letztens nochmal auf deinem Kanal direkt drauf. Nein, Mensch, eine Ehre. Danke, unglaublich. Danke. Ja, bitte, gerne, immer wieder gerne. Und sahst du aus, als wenn du deinen Avatar ein bisschen geändert hattest, kann das sein? Den musste ich jetzt ändern, weil durch dieses blöde neue Design wieder war mein Bild verzerrt. Da stand nicht mehr F85, da stand nur noch F8. Und das fand ich so dämlich, dass ich das verzerren musste. Jetzt steht da aber wieder F85. Ja, weil dann nämlich nur so irgendwie F8 stand. Ja, auf genau, einmal. Ich dachte so, Das kam irgendwie dadurch, weil die haben jetzt ja schon wieder was geändert da. Dadurch, dass da jetzt irgendwie schon wieder eine andere Ansicht ist. Aber du hast doch noch das alte Kanaldesign, oder nicht? Ja, aber selbst das alte Kanaldesign sieht jetzt schon wieder anders aus. Ich will auch nicht zu dem neuen wechseln. Solange ich das nicht muss, mache ich das nicht, weil ich das ganz total bescheuert finde. Ja, die bieten es mir immer an, aber. Ja, genau, jeden Tag. Und dann klicke ich es immer wieder weg. Aber, also ich weiß nicht. Selbst die Ansicht ist jetzt anders geworden, weil jetzt habe ich da irgendwie so eine komische Google-Ansicht noch mit drin und das sieht schon wieder ganz anders aus alles. Und dadurch hat sich irgendwie auch dieser Avatar da wieder verschoben. Ich weiß jetzt nicht, warum. Ach so. Das ergibt natürlich Sinn, ja. Oder nicht so wirklich, aber... Nö, aber es klingt gut. Klingt toll, ne? Finde ich auch. So. Und während wir hier uns wieder doof und dusselig labern, also noch döver und noch dusseliger als ohnehin schon, ja. Mache ich gerade sogar ein bisschen Fortschritt, weil... Hey, immerhin. Ja, das letzte Stück hier, wenn man hierher rennt, das ist nicht so ganz ohne, weil man über so einen schmalen Steg rennen muss. Ja. Ich versuche das jetzt nochmal. Der schmale Grat. Habe ich gerade gespeichert? Ich habe gerade gespeichert. Ja, hast du gerade eben gemacht, ja. Ja. Manchmal vergesse ich das echt, dann mache ich das schon so unbewusst. Ich bin da und pass auf. Ach, dann bin ich aber... kann nichts mehr passieren. Da kann die Zahnfee kommen und alles. Das ist, und Dr. Klink oder was mit der Zahnfee zusammen. Ja, und Sir Daniel Fortescue. Oh, davon auch mal ein Replay. Ja klar, ich mache jetzt nur noch Replays des Jahres, weißt du? Scheiße, wieder verpasst. Please. Ja, please, genau. Mal gucken. Irgendwann kommt vielleicht nochmal ein Replay zu Made in Evil. Aber erstmal, ich mache jetzt nicht eine ganze Reihe lang nur noch Replays. Ich habe jetzt ja gerade ein neues Projekt angefangen, was gut läuft und wo ich gerade richtig Spaß dran habe. Und das will ich erstmal zu Ende bringen. Ich kann ja mal vielleicht, falls unter euch rein zufällig irgendwelche Hobby-Spieleentwickler oder so sind, kann einer von euch nicht mal bitte Nachfolger von Frontschweine programmieren? Oh ja, bitte. Boah, das wäre so geil. Möchte ich auch. Das war so lange in Diskussion und dann wurde es doch wieder verworfen und ich weiß auch nicht, wie der aktuelle Stand jetzt ist, ob da noch was kommen könnte. Ja. Das wäre super. Das wäre richtig geil. Auch Medieval 3 war in Plan. Ja. Also ein richtiges Medieval 3. Es gab ja eins hier für PSP, aber das war nur so ein Zusammenschnitt aus Teil 1 und Teil 2. Das war kein richtiges Teil 3. Aber es ich dachte, das wäre so ein bisschen so das alte mit A910 oder sowas. Ja, so ein bisschen vielleicht. Aber es sollte tatsächlich einen offiziellen dritten Teil geben für die PS3. Ich weiß aber nicht, ob da mittlerweile was draus geworden ist. Also ich sag mal, fortführen könnte man das ja locker irgendwie von der Story her. Klar. Ich meine, die ersten beiden Teile hängen ja so auch nicht wirklich miteinander zusammen, außer dass man die gleiche Hauptfigur hat. Richtig. Ich steck da ja eigentlich kein Zusammenhang drin, oder? Nö. Ja, gut. Sag mal, man weiß halt, wie er da hingekommen ist in das Museum. Damit wegen Zarok und so. Ich meine, der erste Teil ist eigentlich nicht wichtig für den zweiten. Weil man kann den zweiten auch so spielen, ohne zu wissen, richtig, was vorher passiert ist. Richtig. Ja. Das ist wahr. So, und was auch wahr ist, wieder eine ganz, ganz tolle Überleitung, ich weiß, ist, dass die Folge wieder vorbei ist. Schon wieder. Mann. Und wir haben ein wenig, Fortschritt gemacht. Und zwar laufen wir hinterher, ich kann dir das ja mal eben zeigen, über diesen Streik. So. Und das ist das Schwierige, wo ich bis jetzt mal dran gescheitert bin. Und wenn wir hier runterkommen, dann laufen wir auch darauf zu. Das ist sehr gut. Ach so. Aber du musst halt im Speedrun praktisch da drüber rennen, über diesen Weg. Genau. Und das ist nicht so ganz einfach. Das glaube ich, ja. Und ich versuche gerade, nach jedem Speedrun immer so zu gucken, wie mein Sparks steht. Weil ich habe halt
weiß ich nicht, kann ich mir ja sparen, dass ich das immer wieder neu aktivieren muss und so. Deswegen speichere ich mal eben ab und beende diese Folge mit folgenden Worten. Tschüss. Ja, ciao.